Er hat gesagt, Janina Meyer ist mein Name, Firma Festool. Ich arbeite da in der Entwicklung, in der Konstruktion mit meinem Kollegen, der auch dabei ist. Mit dem zusammen, wir leiten die Konstruktion. Die Konstruktion bei Festool hat zum einen die Projektleiter, also die das gesamte Entwicklungsprojekt betreuen, und natürlich die Konstrukteure. Und dementsprechend in unserer Verantwortung auch irgendwo das gesamte Entwicklungsteam. Deswegen werde ich immer von Teams sprechen und nicht von den Konstrukteuren oder von den einzelnen Mitarbeitern. Ist Ihnen allen klar, was Festool macht? Oder muss ich da kurz noch was zu sagen? Ist jemandem nicht klar, was Festool macht? Also gut, dann sage ich nichts dazu. Gut. Kata in der Produktentwicklung. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, diese Kawas. Ich habe mir überlegt, was ist die Kata denn für mich? Kata bedeutet zum einen für mich Kreativität. Also durch die Kata steigert, muss ich mehr kreativ sein als anders. Was ist Kata noch? Kata ist eine Arbeitsweise, also eine kreative Arbeitsweise, die einerseits zu Transparenz führt und Transparenz braucht und andererseits von und mit dem Wort Takt lebt. Und worüber möchte ich heute berichten? Über meine, über unsere aktuellen Lernerfahrungen. Starten möchte ich aber mit einem kleinen Quiz. Und da wäre es jetzt ganz geschickt, wenn Sie vielleicht für sich mal kurz aufschreiben würden, ob Sie den Aussagen, die ich gleich bringen werde, zustimmen oder ob Sie die ablehnen oder ob die jetzt gar nicht zu Ihnen passen. Und die Aussagen, ich habe sie mir aufgeschrieben, damit ich die auch wirklich im Original, Wortlaut rüberbringe, das sind ta tatsächlich echte Aussagen von Leuten aus unseren Teams, aus unseren Entwicklungsteams, die sie anlässlich von Teamsitzungen, Reflexionssitzungen und irgendwie rundum mal von sich gegeben haben. Und Sie können ja mal überlegen, ob das für Sie, ja, wenn Sie da vielleicht dabei wären, oder ob das für Sie jetzt mehr auch so ist oder eher gar nicht so ist. Fangen wir an mit Aussage Nummer 1. Ich habe immer großen Spaß an neuen Dingen. Zustimmung oder Ablehnung? Ich sehe viel Nicken. Zweite Aussage. Wenn nur endlich mehr Leute ihren Job richtig tun würden, wären wir einen Riesenschritt weiter. Zustimmung? Ablehnung? Ich sehe beides. Wunderbar, so wollen wir das. Dritte Aussage. Meetings stehlen mir die Zeit. Eigentlich war es eher anders. Meetings stehlen mir die Zeit. So war der Tonfall. Zustimmung oder Ablehnung? Und schließlich die vierte Aussage. Mein Chef sagt mir immer, wir sollen und wollen lernen. Natürlich meint er mich damit. Aber wann habe ich die Zeit dazu? Zustimmung oder nur Ablehnung? So, jetzt hoffe ich, dass Sie so bei allen Aussagen irgendwie mal so einen bunten Mix hinbekommen haben. Und dann gehen wir mal da weiter drauf ein, woher und wie und was ich dazu sage. Dieses Bild haben wir vorhin schon mal gesehen, ganz am Anfang. Mike hat es schon mal gebracht. Das ist ein Modell, das ist vor fast 100 Jahren entstanden, also in den 20er Jahren des vorherigen Jahrhunderts von einem Russen mal so aufgemalt worden. Damals noch ein bisschen anders, aber jetzt für uns adaptiert hier frisch rein in die Kata. Komfortzone, Lernzone, Angstzone. Und natürlich in der Lernzone, was ist da drin? Motivation, Spaß, Neugier ist doch so, ist doch immer so. Ja, deswegen wollen ja auch alle in die Lernzone. Oder etwa nicht. Und ich habe festgestellt, nee, es ist eben nicht so. Die Leute wollen nicht in die Lernzone. Ich kann denen das zwar runterbeten, aber eigentlich wollen sie da gar nicht hin. Und dann habe ich mich gefragt, woher das kommt und bin auch wieder in der besagten Hirnforschung gelandet. Und zwar, unser Hirn ist ja kein Einhirn, sondern es gibt ja viele kleine Gehirne, die da drin so rumschwimmen. Und einige davon sind etwas älter und wenn man sich halt, ich kann nicht gut malen, deswegen einfach mal vorstellen, das wäre ein Kopf. Ja, dann gibt es hier unten einen Teil, den haben wir gemeinsam mit dem Krokodil auch. Der ist programmiert auf, entweder macht er hier einen auf Angriff oder er läuft weg. Das ist so das Älteste, ja, das wissen wir ja. Dann gibt es einen zweiten Punkt und der sitzt genau da oben drauf und der ist sozusagen das zweitälteste Gehirn in unserem Kopf drin. Das ist hier und das ist das Zentrum mit den Gefühlen. Und dieser kleine Kollege in unserem Kopf hat dummerweise einen physiologischen Mechanismus, dass er immer dann, wenn wir neuen Dingen begegnen, erstmal auf Unlust schaltet. Und das Blöde ist, wenn wir an der Kata arbeiten und kreativ in die unbekannte Zone hinein wollen, dann sind wir immer dem Unlustkollegen in unserem Kopf ausgesetzt. Und Ihre Mitarbeiter auch. Und deswegen
kommen die nicht so einfach mit, wenn sie losgehen und sagen, hey, ab in die unbekannte Zone, und wir wollen hier mal gemeinsam was lernen. Also, ich habe immer Spaß an neuen Dingen. Da will ich mal ein Fragezeichen dran machen, weil das glaube ich Ihnen nicht, bei denjenigen, die jetzt genickt haben. Was kann man stattdessen tun? Stattdessen kann man ja, mit einigen Techniken, mit einigen Wegen das mal ausprobieren, und wenn es einem dann gelingt, in dieser Lernzone einen Spieltrieb zu bekommen, und wir haben vorhin viele schöne Beispiele für Spieltriebe gefunden, ja, also an den Zielzustand hinarbeiten, viele Experimente, das ist das Gleiche, was Kinder tun, wenn sie irgendwie versuchen, eine Aufgabe zu lösen, ein schönes Spiel zu spielen, dann fängt dann im Inneren an dieser Spieltrieb, dieses Flow, für diejenigen, die das schon mal gehört haben, aus dem Sport kennt man diesen Flow-Zustand, aber der geht genauso in der Arbeit, und dann plötzlich habe ich genau in der Lernzone diese Motivation, Spaß und Neugier, und dann fällt es uns auch immer leichter, gegen die Unlust, die da hinten jedes Mal losgeht, anzugehen. Zweiter Punkt, den wir festgestellt haben bei uns. Ich habe ja vorhin was von, ja, wir müssen unseren Job nur richtig tun, und da gibt es auch so eine Aussage, ja, das ganze Gequatsche in den Meetings, das bringt doch nichts, dauert ewig. Wir haben festgestellt, gerade in unseren Meetings, dass es immer darum geht, die Fakten zu interpretieren. Also es gibt sozusagen, ja, es gibt ein paar Mathematik, haben wir heute Morgen gehört, aber es gibt in dem Sinn keine wirklich objektiven Fakten. Und immer wenn so ein Entwicklungsteam zum Beispiel zusammensitzt, dann bringen viele, viele Aussagen, auch vermeintliche Fakten mit. Aber im Prinzip müssen alle zusammen erstmal diesen Fakten, also die müssen sie wahrnehmen und interpretieren. Und diese Wahrnehmung und Interpretation, die ist individuell. Die ist dummerweise nicht so, dass die bei Ihnen genauso ist wie bei mir, sondern die ist sehr, sehr unterschiedlich. Also man spricht davon, jeder Mensch hat sozusagen mehrere Brillen vor seinen Augen hängen, und die Brillen sind etwas unterschiedlich. Die haben mit unserer Erziehung zu tun, die haben unseren Tagesablauf, ob sie jetzt gerade jemand geärgert hat und so weiter, ob sie jetzt Spaß haben oder nicht Spaß haben zu tun. Und so können sie die Realität auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen. Und die Kollegen in ihrem Team, bei uns in den Entwicklungsteams, die haben natürlich jeder so viele Brillen auf. Und das heißt, wir haben da, wenn da 15 Leute sitzen, 15 verschiedene Wahrnehmungen auf die ach so neutralen Fakten. Und jetzt gilt es darum, eine Transparenz zu schaffen über den tatsächlichen Ist-Zustand, damit alle verstehen, wo wir wirklich sind und wo wir wirklich hinwollen, der diesen Wahrnehmungsfilter in einer gewissen Weise ausschaltet. Und wir haben eine Möglichkeit gefunden, Sie sehen da ein Bild von einem Projektteam durch Visualisierung. Also bei uns gibt es solche Projekträume, die plakatieren sich sozusagen in einem regelmäßigen Rhythmus auch wieder um, weil jeder, wenn er ein Ergebnis mitbringt oder eine Aussage oder ja, etwas, worauf man Rücksicht nehmen muss oder weitergehen muss, dann muss er dieses Ergebnis auch irgendwie physisch mitbringen, zeichnerisch mitbringen, das Ganze muss nachvollziehbar sein, denn Worte sind so falsch, wie sie nur gerade falsch sein können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn ich sage grün, hat jeder von Ihnen eine andere Farbe vor Augen, weil es einfach nicht objektiv ist. Ja, Ergebnisse und Ziele sichtbar machen, Visualisierung als Arbeitsmedium. Unsere Teams nutzen diese Visualisierung sehr, sehr stark. Es ist wirklich, also wir haben auch einen gewissen Rhythmus, wo die Teams zusammenkommen, in der man versucht, den neuen Ist-Zustand dort einzupflegen, auch Ziele mit abzubilden, dass es auch in dem Projektraum den Leuten klar ist, woran arbeiten wir im Moment und woran arbeiten wir vielleicht im Moment auch nicht. Und dann hat es da im Moment auch nichts zu suchen. Begreifen geht, wir hatten es vorhin schon mal, irgendjemand hat erzählt, Sie hatten, glaube ich, erzählt, irgendeine Firma, die da Prototypen baut, ist natürlich normal in der Entwicklung, dass man Prototypen baut, dass man Funktionsmuster baut. Was aber vielleicht, was steckt dahinter? Das eine ist, naja, ich möchte es getestet haben. Auf der anderen Seite ist es auch so etwas, was ich begreifen kann, verstehe ich viel besser und kommt dieser objektiven Realität etwa ein ganzes Stück näher. Und wenn ich das akzeptiert habe, dass das so ist, und es auch versuche, dem Team klarer zu machen, was will ich denn da damit und wo wollen wir denn eigentlich hin, dann ist es plötzlich nachvollziehbar, dass bei so einem, wenn wir da so ein Muster auf dem Tisch haben und haben das irgendwie gerade einen Test und das beurteilen, dann finden sich nicht nur die üblichen Verdächtigen, die bisher da waren, das heißt die Techniker, also das vielleicht so ein Mechatroniker und so ein Konstrukteur und vielleicht noch so ein Versuchsmitarbeiter, sondern nee, da finden sich plötzlich auch Leute ein, die eigentlich erst mit einem richtigen Produkt was anfangen können und nicht mit so einem Muster, das nur irgendwie einzelne Risikofaktoren abzeichnet. Also das heißt, plötzlich wird es ganz interessant zu begreifen, was der Ist-Stand ist, auch für jemand aus dem Marketing oder für jemand, ja,
was weiß ich, aus Bereichen, die in dem Moment eigentlich noch nichts damit zu tun haben, vielleicht auch für die Produktion, ja, die in so frühen Phasen eigentlich sehr selten so ein großes Interesse hat, wie es dann hinterher weitergeht. Ich habe es vorhin gesagt, Takt. Takt ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier so ein Bild auch vom Rudern, die funktionieren ja auch nur, wenn die zusammen im Takt funktionieren. Wir haben was eingeführt, das ist, nennt sich, da vorne steht schon Tagesmeeting, regelmäßige tägliche Meetings, um diesen Projektablauf irgendwie handhabbar zu machen. Also Sie in der Produktion haben es ja, ich sage mal, immer sehr einfach. Ja, Sie haben ja so dermaßen einfache Welt, weil Sie können sich hinstellen an Ihren Prozess mit einer Stoppuhr und Sie haben in 10 Sekunden, 30 Sekunden, 2 Minuten, 5 Minuten, oder Sie hätten gesagt, Sie haben ultralange Prozesse, ich meine, wie lang war es? 50 Stunden, finde ich, kann man auch noch beobachten. So Produktentwicklung, wenn man so Unternehmen befragt, zwischen 2 und 6 plus x Jahre, nehmen wir mal irgendeinen Wert, sagen wir mal 3 Jahre. 3 Jahre beobachten, schwierig. 3 Jahre wiederholen, auch schwierig. Also oftmals ist es ja so, dass Leute, die einmal durch so einen Prozess durch sind, durch so eine Produktentwicklung durch sind, dass sie gar nicht mehr da wieder sind, wo sie von vorne wieder anfangen, sondern vielleicht haben sie dann schon einen Karriereschritt oder versuchen irgendwie was anders zu machen. Produkt ändert sich, also irgendwie die ganzen Rahmenbedingungen ändern sich. Und schon habe ich natürlich das größte Hindernis, warum die Cutter eigentlich nicht in der Entwicklung funktionieren kann, denn ich habe ja keine wiederholbaren Prozesse, die ich beobachten kann. Und ein Mittel dagegen, das wir gefunden haben, ist eben, die Zeit klein zu schneiden. Diesen Takt zu geben, einen wöchentlichen, einen Tagestakt zu geben, um dort die Ergebnisse, den aktuellen Stand, das Ziel auch sichtbar zu machen und dem Ganzen auch Bedeutung zu geben. Also Einordnung und Bedeutung in Bezug auf dieses Ziel und auch Transparenz und Verständnis, indem sich ein Team, wir machen das jeden Tag bei den Produktentwicklern, das sind so 10 Minuten, die sich da das Team trifft. Das ist teilweise mindestens das gesamte Technikteam, teilweise noch mehr. In den 10 Minuten werden keine Inhalte bearbeitet, wie das normalerweise klassisch so ist, sondern in den 10 Minuten wird der aktuelle Ist-Stand erfasst und abgestimmt, was das der nächste Schritt sein muss, um das Wochenziel erreichen zu können. Und dann ist auch allen klar und dann machen nicht irgendwelche Kollegen irgendwelche Aktivitäten, die auch noch schön werden, weil es ihnen gerade im Moment Spaß macht. Die kennen Sie wahrscheinlich auch, die Kollegen, die gerne irgendwelche Dinge tun, die ihnen Spaß machen. Ein ganz wichtiger Punkt, ich hatte es vorhin als Beispiel gebracht, das mit dem Lernen, ja, der Chef schickt mich auf Schulung. Die Kata ist extrem auf Lernen ausgelegt. Und was machen wir, wie lernen wir? Wir lernen gemeinsam mit dem Team, im Team. Also es funktioniert nicht mit dem Lehrer, der von außen kommt, wie bei Max und Moritz und sagt, so muss es sein, sondern wir haben regelmäßige Lernzyklen auch eingeführt in den Teams. Am Anfang hatten wir wöchentliche Lernzyklen, das heißt, wir haben am Ende eines sogenannten längeren Wochenmeetings haben wir immer einen Reflexionsteil draus gemacht und überlegt, ja, worauf auch im Vorfeld auch festgelegt, worüber wollen wir denn überhaupt reflektieren. Das hatte sehr viel mit der Handlungsweise zu tun, teilweise mit Methoden zu tun, um gemeinschaftlich zu lernen, was trägt für uns im Team und was trägt nicht und aus welchen Gründen auch nicht. Wenn ich nicht reflektiere, kann ich nicht lernen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich habe am Anfang, ich habe da so einen Kollegen, der ist die große Spaßbremse beim Thema Lernen und Reflektieren. Der hat mir vom Anfang an erzählt, dass das alles Quatsch ist und er möchte jetzt zurück in seine Mechatronik, weil er will Inhalte machen und er braucht jetzt nicht diese Viertelstunde, 20 Minuten sich jetzt dann noch mit diesem Quatsch beschäftigen. Und das hat er mal über Monate erzählt und das Team wollte es aber trotzdem. Also das war nicht ich, dass ich gesagt habe, du musst, sondern das Team wollte, wir machen das jetzt gemeinsam. Und interessant war, irgendwie vor ein paar Monaten war ich mal wieder bei so einem Etappenmeeting, also die machen das jetzt nur noch alle 8 Wochen, bei so einem Etappenmeeting dabei und dann wollte das Team nach einem gewissen Stand aufstehen und gehen. Ne, Reflexion wäre dann ausgefallen. Und anstatt dass der Projektleiter gesagt hat, Moment, wir wollten noch, ist er aufgestanden, also er hätte jetzt noch was zu sagen. Und dann ging es plötzlich los mit dem Thema Reflexion. Also er hat es dann mit der Zeit auch, wir haben es vorhin mal gehört, in Fleisch und Blut, es ging dann über. Er hat es für sich verstanden, welchen Sinn es für ihn macht. Und plötzlich kriegt auch dieses komische Reflexion, was ja mit einem Ingenieur eigentlich nichts zu tun haben soll und darf, kriegt plötzlich Bedeutung. Wir hatten vorhin gesehen, auch dieses Zielzustand, Ziele. In der Entwicklung ist der Prozess die Produktentwicklung. Also nicht irgendwelche aufgesetzten Prozesse, die man irgendwie kleinschneidet, sondern unser zentraler Prozess ist die Produktentwicklung.
Und diese Produktentwicklung kann man einerseits natürlich über die klassischen Meilensteine kleinschneiden. Ja, da gibt es ja diese Klassiker, gerade in Deutschland, Lastenheftpflichten, Heft, Werkzeugfreigabe, Vorserie, Pilotserie, Nullserie. Also Sie kennen das wahrscheinlich alle, die irgendwie da beteiligt sind. Da hat man diese Gates, da gibt es irgendwelche Ergebnisse, die ich abliefern muss. Irgendjemand gibt irgendwas frei, vielleicht, vielleicht auch nicht. Hängt ein bisschen davon ab. Damit kann ein Team nur bedingt was anfangen. Warum? Diese Gates sind Output-Ziele, also sind Ergebnisziele. Da muss was hinten rausfallen. Dinge, die hinten rausfallen, kann ich extrem schwer beeinflussen. Was ich sehr gut beeinflussen kann, ist Lernziele. Und wir haben uns einen Modus gesteckt, also wir als Team stellen uns immer ein 8-Wochen-Ziel vor, das nennen wir Etappenziel. Also die nächste Etappe ist immer so 6 bis 8 Wochen weg. Und das, was wir dort erreichen wollen, ist kein Output-Ziel, also ein Ergebnis, also ein fertiger Prototyp wäre zum Beispiel, fertiger und getesteter Prototyp wäre ein Ergebnis, sondern wir wollen ein Lernziel haben. Und die zentrale Frage, die wir uns stellen zu diesem, wenn wir das Etappenziel festlegen, ist, was wollen wir in 8 Wochen oder in 6 Wochen, was wollen wir bis dorthin gelernt haben? Das ist mal das eine. Und das ist auch so ein Teamblick drauf. Also nicht, was will ich gelernt haben, sondern was wollen wir gemeinschaftlich, was müssen wir denn eigentlich in 8 Wochen wissen? Ja, soweit so gut. Jetzt könnte man ja arbeiten. Weit gefehlt. Sie haben es vorhin irgendwie, hatten wir so ein bisschen auch so eine Kennzahlen-Diskussion. Wie macht man denn dieses Thema mit den Kennzahlen in solchen komischen Prozessen, wo man Dinge vielleicht auch nicht messen kann? Gerade so Lernziele, wie kann man denn das messen? Man kann sich eine Hilfe bauen, wie in den Sozialwissenschaften zum Beispiel. Es gibt sowas wie Indikatoren. Und die Frage ist, dass die Teams sich an der Stelle stellen, ist, welcher Indikator oder welche Dinge zeigen uns denn, dass wir an dem Lernziel angekommen sind? Also ich muss mir einerseits definieren, was wollen wir gelernt haben und woran machen wir dann in 8 Wochen fest, dass wir tatsächlich dort stehen. Das ist nicht ganz trivial, da muss man ein bisschen üben, dass es auch wirklich funktioniert. Wenn man den Indikator weglässt, ist man im luftleeren Raum, weil dann kann man hinterher nur gefühlsmäßig bewerten, haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft. Und drunter sehen Sie jetzt also dieses Etappenziel, wow, hey, das ist meistens recht ambitioniert, emotional auch etwas aufgeladen, hat so einen Begeisterungsfaktor für das Team, hat wie gesagt was mit Lernen zu tun und nicht mit reinem, ja, da muss ein Ergebnis und dann muss ich auch noch in so ein komisches Gremium stehen und irgendwie Rede und Antwort geben, sondern ist es eher andersrum, das ist was, das Team will das gemeinschaftlich erreichen. Dann brechen wir das nicht in einen Plan runter, sondern dann lassen wir das Etappenziel im Raum, das hängt dann da auch da mit seinem Indikator, das ist auch ganz wichtig, und dann sagen wir, okay, jetzt 8 Wochen, wohin müssen wir deshalb nächste Woche stehen? Was ist unser Wochenziel? Was ist das? Was müssen wir in einer Woche gelernt haben, um in 8 Wochen da und da zu sein? Und dann wieder die gleiche Frage, woran machen wir fest, dass wir in einer Woche dort sind? Und auf dem Bild sieht man ganz gut, davor gibt es noch so etwas Wolkiges. Also schön wäre natürlich, ganz einfach wäre natürlich, das wäre die Komfortzone, wenn da einfach eine Treppe rauf losgeht. Also ich kann sozusagen als Team schon von heute bis in einer Woche, also bis nächsten Freitag, kann ich einfach die Schritte durchnummerieren und kann dann relativ sicher sagen, in einer Woche bin ich da. Führt wahrscheinlich nicht zu größerem Erkenntnisgewinn, insbesondere dann, wenn man irgendwie versucht, auch ein bisschen Innovation zu betreiben. Und ja, das versuchen wir zumindest bei Festool schon immer mal wieder. Also Patente erreicht man in der Planbarkeit der Schritte nicht unbedingt. Deswegen haben wir uns gesagt, okay, auch kurzzyklisch, also diese Wochenzyklen, brauchen diese Wolke. Was ich durchaus vielleicht sehen kann und sehen können muss, ist vom Stand heute, von Freitag, was vielleicht von heute aus der nächste Schritt ist, bis nächste Woche. Aber der weitere Schritt, also sozusagen von heute bis Montag, kann ich noch sehen, aber der Schritt von Montag auf Dienstag ist abhängig von den Ergebnissen, die ich am Montag bekomme. Ja, und der Coach, der schwebt da sozusagen irgendwo oben drüber und versucht ein bisschen zu verstehen, wie wollt ihr denn vorgehen? Also er hat immer diesen Fokus nicht auf den Inhalt, sondern auf das Wie, was ist der Weg? Und das andere, zeig mal, heißt, Leute, Kollegen, versucht das mal anfassbar zu machen. Also weg von dieser, was ich gerade eben mache, sie berieseln mit irgendwelchen Worten, die zum Teil nicht eindeutig sind, hin zu Dingen, die man wirklich anfassen kann. Dieses Relativitätsprinzip ist absolut wichtig und bedeutsam, weil das gibt dem Team nicht nur Richtung, sondern es setzt einen Korridor, einen Korridor der Aktivitäten, die im Moment wichtig sind, und sondert Aktivitäten aus, die unwichtig sind. Der Mike hatte vorhin so ein Bild, so mit, man kann überall irgendwie draufschlagen, man kann an jedem Eck arbeiten und manchmal ist das ja auch schön, weil
Jeder hat so Lieblingsaufgaben, die er jetzt gerne tun wird, weil sie schön sind. Aber dieses Relativitätsprinzip, ich komme von unserem Produkt, das am Ende stehen muss, ich habe ein Etappenziel, ich habe das Wochenziel, das gibt ganz klar den Korridor vor für das Team, welche Aktivitäten sind denn jetzt sinnvoll und welche Aktivitäten kosten im Moment nur Zeit. Und die Zeit ist begrenzt, denn ich habe ja auch noch die Wolke, das Ganze ist ziemlich ambitioniert und es ist eher unwahrscheinlich, dass ich am Ende der Woche tatsächlich dieses Ziel erreicht habe, als dass es wahrscheinlich ist, dass ich dorthin komme. Das Gleiche gilt übrigens für das Etappenziel, das ist sehr ambitioniert. Umgang mit Unsicherheiten ist auch so ein zentrales Stichwort. Klassisch, das ist mal so ein ganz klassisches Bild, wie man das so macht in der Entwicklung. Also man hat ein Problem und man versucht mal Lösungen zu finden. Dann brainstormt man, recherchiert noch so ein bisschen und dann hat man irgendwie 8 verschiedene Lösungen für die Funktion X. Und jetzt haben wir halt 8 verschiedene Lösungen für die Funktion X, kostet viel Geld, wenn wir die jetzt weiterverfolgen. Also müssen wir jetzt gucken, welche ist denn die beste? Die einzig beste, die einzig wahre. Also braucht man einen guten Filter, der uns dann hinterher sagt, das ist die einzig wahre Lösung. Und dann reduzieren wir natürlich unsere Aktivitäten so schnell wie möglich auf diese eine Lösung. Die verfolgen wir dann. Und dann ist es irgendwie 3, 4 Monate vor Markteinführung und dann kommt aus der Produktion der Aufschrei, was habt ihr denn euch da für einen Scheiß überlegt, das tut nichts. Und plötzlich stehen wir da, oh Mist, jetzt bräuchte man einen anderen Motor. Das tut nicht so ganz. Und das ist dann irgendwie blöd für alle, blöd fürs Unternehmen, weil im Normalfall kann ich den Termin dann mit der Markteinführung auch vergessen. Und ich muss den Lösungsraum erweitern und am Ende des Tages habe ich mehr Geld, mehr Zeit, mehr Mist angefasst. Man kann es auch anders machen und man kann mehr diesen Weg gehen. Wir hatten es vorhin schon mal gehört mit der Falsifikation. Ich habe die 8 Lösungen, die mir gerade eingefallen sind und dann ist nicht der Fokus auf die Frage, was ist die beste, sondern der Fokus ist darauf, wie kann ich denn möglichst schnell rausfinden, welches die schlechtesten sind, um die auszusortieren. Also wie geht es möglichst schnell zu sagen, die Lösung tut nicht, die kann ich tun, die, jene kann ich tun. Wie kommen wir möglichst schnell runter von diesen 8 auf die 1, aber eben nicht durch einen Filter, der irgendeine Objektivität vorgibt, die es gar nicht gibt, sondern durch echten Wissenszuwachs. Was passiert? Die Leute erfahren nicht nur in der Tiefe was über eine Lösung, sondern die Leute erfahren über eine ganze Menge von verschiedenen Lösungen, warum die tun, wie die tun, wie die Zusammenhänge sind. Und diese Lösungen, die sie da lernen, die sind wahrscheinlich möglicherweise in anderen Kontexten, in anderen Produkten durchaus sinnvoll oder verhindert zumindest, dass irgendjemand anders nochmal oder an irgendeinem anderen Projekt nochmal irgendeinen Irrweg geht. Also die Fähigkeiten der Person steigt in Summe. Und wir haben das getestet und wir haben gemerkt, Es ist nicht leicht, das zu machen, das können Sie sich vorstellen. Also man steht dann mit 8 Lösungen da und sagt, also ich würde ja gern alle 8, aber Kappa und alles sagt nicht. Okay, aber die Kata sagt, 4 ist besser als 1. Also mit 4 bin ich im Zielzustand schon näher an den 8 Lösungen. Dann lass uns mal im nächsten Schritt so testen, wie kommen wir überhaupt mit 4 zustande, um irgendwann da bei diesen 8 Lösungen dieser Parallelentwicklung zu sein. Sozusagen auch so ein abstraktes Bild. Robust konstruieren, robuste Lösungen entwickeln. Unser Wissen steigt, wir haben viele verschiedene Lösungen und können im Bedarfsfall auch in den verschiedenen Zeitintervallen immer wieder zurückgreifen und haben diesen Fallback. Insbesondere bei Risikovarianten ist das natürlich sinnvoll. Unterschied bei der Teamführung. Klassische Teamführung hier, also in einem Entwicklungsprojekt, da hat man, ich habe es vorhin schon mal gesagt, irgendwas beginnt mal mit 3 Leuten und landet dann irgendwie bei 15 plus Leute. Zumindest bei Festool ist das so. Ich glaube, fast bei jedem Unternehmen kommen die einzelnen Parteien halt irgendwann im Laufe der Zeit dazu. Und jedes einzelne Teammitglied kommt natürlich aus seinem Bereich und hat seine eigene Brille und im besten Fall noch seine eigenen Ziele auf. Also der Marketingmensch hat seine Marketingziele, der Produktioner hat seine Produktionsziele, der Entwickler hat seine Entwicklungsziele, der Qualitäter seine Qualitätsziele. Und so optimiert jeder an seinem Ziel. Und hofft, und die Führungskräfte, die natürlich alle unterschiedlich sind, hoffen, dass hinten raus ein super Produkt rauskommt. Ja, tut ja auch. Also es gibt ja viele Unternehmen, die trotzdem ganz gute Produkte entwickeln. Wir haben festgestellt, was passiert denn eigentlich mit unserer Handlungsweise genau beim Team. Es passiert dieses Bild. Plötzlich ist es nicht mehr wichtig, dass ich mein Ziel optimiere, sondern es ist wichtig, das Wochenziel und das Etappenziel zu erreichen. Das Etappenziel schlägt jedes andere Ziel. Und im Zweifelsfall ist halt da nicht so, ich wasche meine Hände in Unschuld, ja, weil ich konnte ja nicht befragen gehen, weil ihr Deppen seid ja nicht fertig worden da in der Technik, dass wir endlich mal uns Befragung machen können oder andersrum.
Ja, wir hatten das Gerät ja fertig, wieso seid ihr nicht gleich befragen gegangen? Ja, es waren halt Ferien, da findet man halt keine Handwerker in den und den Bereichen. Da hatten wir schön diese Schulddiskussion, die jeder, der so ein Team kennt, da diese Schulddiskussionen gibt es. Wenn man ein Team über die Handlungsweise führt, über die Etappenziele führt, dann passiert es eben, dass die gemeinschaftlich verantwortlich sind für das Etappenziel und dann ist egal, wer das jetzt verbockt oder wer das jetzt gerade zieht. Die sind dafür verantwortlich, ich fühle mich dafür verantwortlich, dass dieses Ziel in diesen 8 Wochen auch erreicht wird. Und damit folgt man viel wahrscheinlicher einem Weg zu einem professionellen, perfekten Produkt, das da hinten rausfällt, als wenn jeder seinen Einzelblickwinkel da optimiert. Ja, dann vielleicht noch eine Kleinigkeit, die ist heute auch schon angeklungen. Die Kata kann ich natürlich nicht nur für den Inhalt nutzen, um am Inhalt weiterzukommen, sondern auch noch für 3 verschiedene Bezugsebenen und auch das kann man auf diese Art und Weise mit Etappenziel und Wochenziel und Wolke und so führen. Hier mal ein Beispiel, ich glaube, Sie kriegen noch ein Handout, da können Sie die Beispiele nachlesen. Es gibt eine Produktebene, auf der waren wir schon eben. Es gibt auch eine Methodenebene, also in der Entwicklung, da gibt es sowas wie FMEA und QFD und was weiß ich, da gibt es einige Methoden, oder PDCA ist im Prinzip ja auch eine Methode, auf die kann ich auch referenzieren und dann wiederum reflektieren in einem späteren Zeitpunkt. Und es gibt die Coaching-Ebene, also die Coaching-Kata im Prinzip. Wie kommt der Coach denn mit der Kata klar? Aber da springe ich gleich mal drüber. Aktuelle Lernfelder, also wir haben das natürlich, wir sind jetzt da, vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, wie wir das machen wollen. Ich habe jetzt nicht so viele Leute gehabt, die tatsächlich wieder mit neuen Projekten begonnen haben. Also ich habe nicht in alte Projekte die Handlungsweise implementiert, sondern immer nur mit neuen Projekten. Und am Weihnachten letzten Jahres haben wir uns dann gefragt, ist irgendwie blöd, wir brauchen Übungsfelder. Also gerade die hat man heute schon mal gehört, die Kata muss ich üben. Und wenn ich irgendwie immer nur bestimmte Leute am Üben habe, dann machen die halt im Kopf große Fortschritte und der Rest bleibt irgendwie zurück und irgendwie kommen die nicht mehr zueinander. Und dann haben wir uns einen Schlüssel einfallen lassen und gesagt, okay, wir brauchen etwas, wo wir relativ kurzzyklische Übungsfelder finden, an dem wir alle Mitarbeiter der Abteilung auch beteiligen können und dass wir so ein bisschen deklarieren als Fitnesstraining für das Spiel hinterher, also Fitnesstraining für die Konstruktion. Also Sie müssen sich vorstellen, so Konstrukteure, also jetzt geht es wieder um Projektleiter und Konstrukteure in der Abteilung, die haben natürlich den großen Spaß dran, Produkte zu entwickeln und Produkte zu konstruieren. Die haben keinen Spaß dran, Prozesse zu entwickeln und Prozesse zu konstruieren. Da haben die keinen Spaß dran. Aber an diesen Prozessthemen, da kann man sehr gut so Übungsfelder finden und ja, eben wie gesagt, für das Spiel brauche ich das hinterher. Wir haben festgestellt, wir haben angefangen vom Leichten zum Schweren, das heißt, wir haben es immer so im Vierteljahrrhythmus gemacht, wir haben Teams zusammengestellt, die haben im ersten Vierteljahr haben die ganz einfache Themen bekommen, Themen, wo wir schon wussten, normalerweise brauchen die vielleicht ein paar Tage, dann können sie die Lösung hinschreiben. Und wir haben den Teams auch gesagt, der Fokus ist nicht, also ja klar, wir wollen hinterher ein Ergebnis haben, aber der Fokus ist, jetzt nehmt das einfache Beispiel und übt die Handlungsweise. Und das fiel den einen leicht, den anderen schwer, sehr schwer und noch viel schwerer. Also manche haben das richtig abgelehnt auch. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir hatten den Überblick, weil wir waren ja dauernd im Coaching mit allen Teams und wir haben gesehen, wo die Unterschiede sind bei den Leuten. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt bringt es ja nichts, wenn wir immer an die hinschwätzen und sagen, ihr müsst. Jetzt machen wir es mal andersrum, wir machen einen Reflexionsworkshop und lassen die Leute zum einen ja ganz kurz über den Inhalt, aber bitte ganz, ganz viel über die Arbeitsweise erzählen. Und da kamen plötzlich Statements, die dermaßen erhellend waren für Kollegen, also einfache Dinge, die, wenn sie von uns gekommen wären, wäre es total abgelehnt worden, aber dadurch, dass es voneinander kam, sie haben praktisch voneinander gelernt, hat es Schlüsseleffekte und Lernsituationen bei Kollegen ausgelöst, das war unglaublich. Also wie die plötzlich nach diesem Reflexionsworkshop ihre Begeisterung auch für die Arbeitsweise gedreht haben und gewendet haben und es angewendet haben. Was wir festgestellt haben, diese gemeinsamen Lernfelder bringen natürlich auch Erfolge. Jetzt, wenn man dann so zweimal in 3 Monaten so miteinander auch mal von seinen Erfolgen berichten kann, eben auch auf dieser Arbeitsweise-Ebene, das bringt ein sehr großes Gefühl. So, und ich bin toll, habe was gelernt, ich kann was. Und die Leute haben natürlich selbst diese Erfahrungen gemacht. Es bringt immer nichts, jemanden zu erzählen von der Erfahrung von jemand anderem. Das kann er für sich selbst nicht verarbeiten. Er muss es selbst begriffen haben, es muss ihm selbst mal wehgetan haben, damit er wirklich versteht, was der Unterschied ist und was er für sich begreifen kann und für sich da rausholen kann. Und das ist für uns ein
ganz großer Schlüssel, um genau das, um diese Übungsfelder zu schaffen, diese 3-Monats-Zyklen mit Themen zu versehen. Die wurden jetzt auch immer schwerer. Also die letzten Themen waren für uns dann jetzt auch schon im ersten Feld, konnte man so gar nicht so richtig sagen, was jetzt das Ergebnis sein sollte, sondern mehr so ein Thema. Und damit sind auch wir in der unbekannten Zone, weil für uns ist es ja auch wichtig, wir wollen, wie gehen wir denn mit diesen ganz abstrakten, unbekannten Themen vor? Wie wollen wir denn da hinkommen? Wie wollen wir denn da Lösungen finden? Wir kennen die Lösungen auch nicht, das sagen wir auch den Leuten, aber wir können auf den Weg achten, also unser Job ist, auf das Wie zu achten und euer Job ist es, den Inhalt zu erarbeiten und das bitte mit der Kata. Und damit sind wir meiner Meinung nach auf dem Weg zur lernenden Organisation. Vielen Dank.